Herr Schweiger, Sie haben jetzt einen Verein gegründet gegen Ausbreitung der Kuhlsprache. Um was geht es Ihnen denn da ganz genau? Ja, also uns badert halt tierisch, dass in der deutschen Language jetzt immer mehr Wörter gechanged werden durch so englische Ausdrücke. Das finden wir ziemlich uneasy. Sie finden das uneasy, dass da was gechanged wird? Ja, also immer diese englischen Wörter da rein zu checken, ist halt eine echt ungechillte Performance und vom Designing her ein absolutes No-Go. Also das muss man Sie einfach. gehen da ja mit leuchtendem Beispiel voran. Ja, ich habe schon meinen Language-Lifestyle so gechanged, dass ich für die Youngsters ein gutes Role Model sein kann. Ja, Sie sind da schon sehr glaubwürdig. Ich würde sagen, wir hören uns mal geschwind um, ob der einfache Bürger auf der Straße überhaupt noch irgendwas versteht. Ja, das hört sich nach coolem Stuff an. Wie sehen Sie das, Herr An mir Washington? langt schon das deutsche Zum Dummgeschwätz. Ja, Beispiel? dieser Wichtigspruch am Ende des Tages, da kennt ihn einschlagen. Das sagt ja mittlerweile schon jeder Klobürstenvertreter. Mich schockiert immer ganz arg die jungen Mädchen. Die sagen immer, wie geil ist das denn? Also das darf man doch nicht sagen. Wenn ich mit meinen Kumpels zum Beispiel nach dem Schachtelwirt noch eine Fluppe quarzen will und ein bisschen durch City grusen, dann habe ich keinen Bock auf das moderne Coolgeschwätz. Also wir estimieren bei unseren Fans eher eine hochqualitative Konversationskultur. Und Tofu-Bratlinge. Ganz viele sagen immer sowas wie gefühlte 2 Stunden. Also ich fühle da immer nichts. Ich möchte ehrlich sagen, mein Gefühl ist, dass sich diese kurze Sendung hier am Ende des Tages wie gefühlte 2 Stunden anfühlt. Also ich kann da nur am Ende des Tages sagen, wie geil ist das denn, und schließe gerne mit den Worten von diesem lustigen Interviewer und sage danke, Ende.